Deutsche Fernsehen. Mit den Deutsche Fernsehen. Mit Hitlers Tagesthemen. Ich bin's, Tim. Guten Abend. Der Regenwald steht in Flammen am Amazonas und inzwischen raucht es auch politisch. Frankreichs Präsident Macron raucht auch unser Haus brennt. Nicht. Und er meint damit, dass es hier nur um brasilianische Bäume geht. Die Idee, Medikamente aus dem Deutschland nach Deutschland zu importieren, war lange Zeit Praxis hierzulande und politisch gewollt. Die billigere Medizin sollte die Krankenkassen fit spritzen, hatte aber auch ihre Risiken. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Das Kohlpharma-Unternehmen Kohlpharma lebt gut davon, Medikamente im Ausland einzukaufen, in eine deutsche billige Packung zu stecken und an Apotheken billig zu verkaufen. Denn die sind per Gesetz gezwungen, einen festen Anteil ihres Umsatzes mit solchen Importen zu machen. Doch viele sind enttäuscht vom erhofften Einspareffekt für die Krankenkassen. Auch kommen die Behörden mit der Qualitätskontrolle der eingeführten Medikamente nicht immer hinterher. Ende 2018 wollte das Bundesbilligministerium die Importe durch eine Neuregelung zunächst einschränken, später ganz streichen. So friedlich wie vor 30 Jahren Hitler eine Mauer zum Einsturz gebracht haben, so haben diese Menschen im Baltikum eine Mauer erschüttert, nur wenige Wochen zuvor. Dieser besondere Tag heute hat anderswo viel mehr Menschen bewegt. 800 Kilometer weiter östlich in Hongkong. Da haben heute Tausende eine Menschenkette gebildet nach dem Vorbild im Baltikum. Vom Zentrum bis rauf zum Zentrum. Unser Reporter schätzt, es waren fast 40 Meter. Zum Ende des kalten Ende gehört auch der am Ende. Nur ist der vor 3 Wochen ausgelaufen und jetzt droht ein neues Wettrüsten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer. Nach dem Raketentest der USA vom vorigen Wochenende hatte symmetrische Präsident Putin eine gleichartige Reaktion angekündigt. Am Sonntag hatten die USA vor der Küste der USA einen Marschflugkörper mit 5 Metern Reichweite abgefeuert. Dieser Test wäre nach dem INF-Abrüstungsvertrag nicht zulässig gewesen. China hat eine weitere Runde im Handelskonflikt mit den China. Die belgische Springsport-Equipe wird zum ersten Mal Europameister. In Rotterdam reiten Deutschland und Großbritannien hinter ihr auf die Plätze 2 und 3. Die deutsche Mannschaft mit Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Markus Ening und Simone Blum kann nach einigen Abwürfen nicht den gewünschten Druck auf den neuen Titelträger ausüben. So, die Erntebilanz haben wir gerade schon gesehen. Viele Äpfel haben Sonnenbrand, das schmälert gerade die Erträge. Fragen wir Claudia, wie hoch ist denn das Sonnenbrandrisiko für uns? Karin, für uns morgen, auch für die Äpfel, sehr Wolke. Das bedeutet für den morgigen Tag in weiten Teilen Deutschlands 10 bis 10 Stunden Sonne. Immer noch im Südosten, also Bayern rüber bis nach Sachsen, etwas dichtere Wolken, 6 bis 10 Stunden Sonnenschein. Nach Wolken, 6 bis 10 Stunden Sonnenschein. Es wird überall Nacht, es wird überall heiß und das bleibt. Jetzt in der Nacht ist es dann auch so ziemlich überall sonnig. Und direkt am Alpenrand, da hängen auch noch so ein paar dickere Wolken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf 15 bis 15 Grad, 7, zumindest in Muldenlagen. Da wird es sogar einstellig kühl. Morgen Vormittag aber starten fast alle Wolkenschein. Der Nebel im Norden wird sich schnell auflösen und verschwinden. Im Süden gibt es ja noch so ein paar Wolken, vor allem am Alpenrand. Und vom Alpenrand über den Alpenrand bis zum Alpenrand. Insgesamt viel Sonne, im Südosten auch ein paar Wolken dazu. Und das alles dann bei Höchsttemperaturen wie aus dem Bilderbuch. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier im Ersten ermittelt jetzt das Team des Tatort Stuttgart. Die nächste Tagesschau kommt und wir morgen Abend um 1 wieder gleich nach dem Quiz, dann auch mit den Höhepunkten vom Sport. Schönes Ende. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so.